Lieblingsgericht mit Alfons Schubeck wird präsentiert von Möbel Höffner. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu unserer Kochsendung Ihr Lieblingsgericht. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast, einen ganz lieben Gast, und zwar die Fürstin Gloria von Thurn und Taxi. Und das freut mich wahnsinnig, Gloria, dass du heute gesagt hast, da mache ich mit. Das mache ich, wenn ich auch nicht jeden Tag koche, aber es gibt ein paar Dinge, die mache ich sehr gerne. Und das ist heute ein Wiener Schnitzel mit Kartoffelpüree und einem gelben Rübengemüse oder Karottengemüse oder gelbe Rüben, wie wir in Bayern sagen, gell? Ja, ich bin sehr dankbar, dass ich das mit dir kochen darf, denn es ist wirklich weit abgeschlagen, mein Lieblingsgericht. Wir kochen also nicht hier die große, vornehme Küche, sondern wir kochen das, was uns wirklich schmeckt und was wir auch gerne unseren Freunden servieren. Und es muss ja gut sein. Und mit der Panade, da hat es ja was auf sich. Und da bin ich hier heute, um zu lernen. Nein, das kannst du schon. Sie kann schon. Weißt du, ist ja so bei der Panade, da kann man ganz normale Semmelbrösel nehmen, die sie zu Hause haben, von alten Semmeln. Man kann dieses Panko-Mehl nehmen, das ist ein bisschen gröber. Dann schaut das ein bisschen krustiger aus oder man kann beides mischen. Mhm. Das ist dann auch okay. Nicht? Wichtig ist, dass man das Wiener Schnitzel, wenn man es paniert hat, sofort rausbrät. Denn sonst wird die Panade nass, also das Fleisch nässt dann durch. Und dann kriegst du eigentlich diese Welligkeit nicht mehr rein. Und es ist miert und auf Bayerisch gesagt lätschert. Und das ist genau, was ich heute lernen will. Wie bringe ich das hin? Habe ich mich heute noch mal erkundigt. Und man denkt, Mensch, wenn die Fürstin kommt, dann musst du mal schauen, wie lange gibt es denn dieses Adelsgeschlecht schon? Da bin ich fast wahnsinnig geworden. Das ist ja 1200 nach Christi. Ist dieses Adelsgeschlecht, oder? Ja, also sagen wir mal, man kann sie schon nachweisen, sagen wir mal, sowas wie um 1000, 1100 herum. Aber richtig bekannt Hochadel wird... Hochadel ist dann, glaube ich, im 12. Das kommt erst später, das okay. kommt viel später, das okay. muss man sich erst mal verdienen. Mhm. Der Kaiser bzw. der König hatte ja nie Geld, weil er immer Kriege führen musste. Mhm. Und deswegen hat er die Leute statt einer Bezahlung, hat er ihnen Titel gegeben. Und so ist halt dann der Aufstieg da. So die Fuggers sind so aufgestiegen, die Thurn und Taxi sind so aufgestiegen. Man hat dem Kaiser geholfen. Unser Eins hat dem Kaiser mit dem Postwesen geholfen. Mhm. Wir haben das Postwesen für den Kaiser organisiert. Und das immerhin über 300 Jahre lang, kann man sagen, 300 Jahre sicher. Und bis 1810, also von 1448 bis 1810, kann man sich ausrechnen, wie lange das ist. Und dann kam Napoleon, hat ganz Europa eigentlich neu geordnet und uns wurde das Postwesen weggenommen. Und als Entschädigung haben wir vom König, dem neuen König von Bayern, haben wir dann St. Emmeram. Also zuerst haben es die Mönche rausgeschmissen, das war der Napoleon, der hat also die Kirche enteignet. Und dann haben sie natürlich dieses enteignete Kirchengut neu verteilt. Und wir haben für die Postrechte in Bayern, haben wir dann St. Emmeram bekommen. Und das ist der Grund, warum wir jetzt in St. Emmeram sitzen. Super. Jetzt habe ich heute auch erst einmal mich eingelesen. Ich muss ja fragen, weil ich bin ein vollkommener... Aber das wissen nämlich die wenigsten, gell? So ist es. Ja, und vor allen Dingen, dass das Postwesen damals eben in ganz Europa funktioniert hat. Also wirklich, es war ein multinationales Unternehmen, was auch mit Familienmitgliedern besetzt wurde. Das heißt also von Sizilien über Spanien, über Belgien, über Holland, über Deutschland, also das ganze Deutsche Reich. Und ja, und es hat funktioniert sehr viele Jahre und deswegen hat der Kaiser aus Dankbarkeit ihn dann auch irgendwann in den Fürstenstand. Okay. Fürstenstand, 1748 wird er dann gefürstet und kommt dann in die höheren Weihen. Aber da, wo du jetzt bist, das ist ja Hochadel, das ist ja gleichzustellen, jetzt sage ich mal, mit dem Haus in England. Nein, da muss ich widersprechen. Also das, sagen wir mal, das englische Königshaus, ja. Also Königshaus, das ist die sogenannte erste Abteilung, das waren immer die Könige. Mhm. Und drunter sind die Fürsten, das ist die zweite Abteilung, da sind wir zu Hause. Okay. Okay. Aber wir haben regiert, es ist also ein regierendes Haus. Das heißt, dort, wo er seine Latifundien hatte, hat er auch für die Gerichtsbarkeit gesorgt. Mhm. Er hat also auch die Polizei und das Sicherheitswesen, das hat alles der souveräne Fürst gemacht. Okay. Und bist du mit denen, triffst du die manchmal? Oder? Also erstmal wäre ja die Verwandtschaft. Wer ist man verwandt? Nein, mit den Protestanten sind wir nicht verwandt. Wir sind praktisch mit den ganzen anderen katholischen Adelshäusern ist man verwandt. Weil früher hat man ja mit den Protestanten gar nicht erst geredet. Ist das wahr? Ja, aber das ging gar nicht. Also gar nicht die gleichen Schulen, nicht die gleichen. Also man war strikt getrennt. Das ist heute natürlich alles ganz anders bei
Gott sei Dank, weil uns gehen ja auch die Leute aus. Aber ich möchte mal was sagen, ich meine, ich kenne dich jetzt auch ein bisschen, aber für mich bist du die Normalste von den Normalen. Also, das ist unfassbar. Also wir, wenn wir uns treffen, da kann man 5 Stunden auch reden, gell? Ja, und lachen vor allen Dingen. Und immer Gaudi und immer Spaß. Ja. Und das Schöne mit dir ist, mit dir kann man über alles reden, von 0 bis 100. Ich meine, dass du 5 Sprachen sprichst, dass du mit jedem Fliesenleger, mit jedem Hausmeister genauso sprichst wie mit dem Papst, das ist für mich das Faszinierende. Und dieses Umschalten in diesen Modus, dass jeder Mensch merkt, er ist wertvoll. Du gibst jedem Menschen das Gefühl, dass er wertvoll ist. Und das finde ich ganz was Besonderes. Ja. Nein, das ist nicht einfach, weil meistens sagt, oh, jetzt kommt der, trau ich mich gar nicht anschauen, dreh dich um, ich will ihn gar nicht sehen. Aber du gehst da hin und sagst, servus, wie geht's und so. Ja, aber das ist eine hohe Ausbildung, die ein Mensch hat, damit er jedem das Gefühl gibt, dass er wertig ist. Ja, das ist natürlich ja, aber wichtig. Aber das ist bei dir im Blut drin. Meinst du? Ja, sag ich. Ja. Also jedenfalls mit dir möchte ich immer freundlich sein, denn Liebe geht durch den Magen. Wir waren aber beim Essen, gehen wir zu. Und dann hat die Gloria gesagt, und hat es dann geschmeckt. So, wollt ihr erst von mir wissen, ob es mal geschmeckt hat. Es war richtig witzig. Jetzt machen wir die Schnitzel. Das panieren wir dann zum Schluss. Dann machen wir das Kartoffelbrett. Die Kartoffeln haben wir schon in ein bisschen Salzwasser vorgekocht. Und als erstes, da würde ich sagen, machen wir uns jetzt, hoppala, das ist auch schon heiß, machen wir uns jetzt das gelbe Rübengemüse. Und das mache ich immer so, dass ich es nicht in Fett anschwitze, sondern dass ich einfach ein bisschen Brühe reingebe. Das ist die, steht hier? Genau, und dann gebe ich diese Gelbe rum drauf und lasse die ganz langsam vor sich hin simmern. Ja. Und wenn wir es dann sagen, wir wollen es ein bisschen abbuttern, dann haben wir zum Schluss ein kleines Stück Butter, ein bisschen Muskatnuss, ja, ein bisschen Salz und Pfeffer. Wunderbar. Und dann sagst du, ob es das knackig haben willst oder weniger. Ja. Oder ja. Das können wir uns ja dann steuern. Sehr gut. Auf alle Fälle machen wir das Ganze jetzt 1-1 und dazu starten, der wir jetzt da mit unserem Karottengemüse. So, oder? Jetzt haben wir die da rein. Und jetzt erst dann gebe ich das drauf. Also normalerweise gibt man ja immer ein Fett da rein, aber dieses Fett überhitzt, wird zum Transfett. Und letztendlich ist es genau das, was wir überhaupt nicht wollen. Ja. Und wenn die Leute dann Darmentzündungen haben, dann brauchen sie sich alle nicht wundern, weil diese überhitzten Fette, die sind nicht gesund, sondern die sind eher schädlich. Ja. Und jetzt gebe ich da normal so ein bisschen Backpapier drauf. Aha. Und lasse das simmern. Dann erhalte ich die ganze Energie. Und auf welcher Flamme? Ganz ja, Mitte? Ja, ich gehe jetzt so Mitte, so 5 ja. Okay. Jetzt. Okay? Das lassen wir langsam. Und was ist mit Salz? Das gebe ich dann zum Schluss rein. Denn wenn ich jetzt salze, dann laugt es mir so aus. Und ich möchte, dass wir so richtig schönes Gelbe rum Gemüse haben, dass die Flüssigkeit fast weg ist. Mhm. Dann haben wir dann zum Schluss ein bisschen Butter rein, ein bisschen Muskatnuss und so und geben das so drauf. Man kann es auch abbinden mit Mehl, das hat man früher gemacht. Weil natürlich die Zeit früher so war, da hat man ja nichts gehabt. Aber alles, was ein bisschen dicker war, war ideal. Aber du hast ja auch eine ganz tolle Köchin, ja. Die Maria. Die hast du schon wie lange? Ja, die Maria hat angefangen, was mit 14 Jahren, hat dann die ersten Jahre in der Notstandsküche gearbeitet. Notstandsküche übrigens wird nächstes Jahr 100 Jahre alt. 100 Wahnsinn. Jahre, 250 warme Mahlzeiten für die Ärmsten der Armen in Regensburg und Umgebung bietet das Haus Thurn und Taxis, die Notstandsküche. Das weiß ja kein Mensch. Ja, das weiß kaum jemand. Das weiß ich nicht einmal. Und das ist übrigens der schönste Raum im Schloss. Das ist der Barocksaal, das Barockrefektorium der Mönche. Ja. Dort ist bei uns die Ausgabe, die Essensausgabe für die armen Herrschaften. Die aber viele nehmen sich das Essen auch mit nach Hause. Das heißt, viele, jeden Tag? Jeden Tag, nur nicht Samstag, Sonntag, ja. Seit fast 100 Jahren. Nächstes Jahr feiern wir 100-Jähriges und da lade ich dich jetzt schon dazu ein. 100 Jahre gerne. Notstandsküche. Unfassbar, so habe ich selber nicht gewusst. Toll, oder? Das ist klasse. Ja, und ich möchte aber auch, ist denn das bekannt? Weiß das jemand? Naja, das weiß er. Sag mal, die Caritas weiß es natürlich. Ja. Und, aber wir geben damit jetzt nicht groß an, weil man tue Gutes und sprich nicht darüber, ja. Heißt es eigentlich. Also genau. Unsere Leute in Regensburg wissen das, dass es das die Notstandsküche gibt. Und das Essen ist übrigens sehr gut. Wie gesagt, die Maria hat da gearbeitet. Und die Maria, ab wann ist sie dann zu dir aufgekommen? Ja, die kam dann als unser Chefkoch nach dem Tod von meinem Mann. Habe ich gedacht, brauchen wir keinen Chefkoch mehr. Und dann habe ich die Maria gefragt, ob sie für uns... Und die hat dann fantastisch gekocht und deswegen ist sie unsere Chefin geblieben. Ganz eine nette, ist jetzt nicht die einfachste, aber ganz eine nette... Wir sind Köche nie. Nein, ja, das stimmt. Oh, aber Köche sind Künstler und spinnen uns alle ein bisschen. Ja, das stimmt. Das kann ich da bestätigen. So, jetzt würde ich sagen, lassen wir die Gelbe mal vor sich hinsimmern und wir sehen uns gleich wieder. Ihr Lieblingsgericht mit Alfons Schubeck wird präsentiert von Möbel Höffner. Ihr Lieblingsgericht mit Alfons Schubeck wird präsentiert von Möbel Höffner.
Also, unser Gewürmgemüse, das heißt, die Gewürm sind schön weich jetzt. Wir haben da ganz bisschen Flüssigkeit drin. Wir haben es gedämpft und da geht eben nur 15% der Vitamine kaputt. Wenn sie es im Wasser gekocht hätten, würden 50% kaputt gehen. Die Kartoffel haben in Salzwasser gekocht, haben sie jetzt durchdruckt und jetzt machen wir das Kartoffelpüree. Mhm. Und die Schlimmste, ja, wäre eigentlich, wenn du das Kartoffelpüree jetzt mit dem Schneebesen machen, weil damit verschleimt der Kartoffel. Der sollte einfach ganz luftig und locker sein. Und deswegen geben wir jetzt Milch drauf. Und die ist aber vorher angewärmt worden? Die ist angewärmt, ja. Und ist die richtig heiß oder nur warm? Ja, na, ich habe so fast das oben fast aufgekocht. Ja, okay. Und jetzt gehen wir da so rein und schauen. Mhm. Und die Kartoffel nimmt jetzt dann diese Milch auf. Dann haben wir noch ein bisschen was in der Reserve. So, und jetzt hat er. Darf jetzt, ich ein bisschen was drauf geben? Ja, klar. Und jetzt geben wir den Geschmacksträger. Der wichtige Geschmacksträger, ja, ganz Butter. Wichtig, ja. Und ich jetzt, finde, mit Butter darf man nicht sparen. Ich meine, ich weiß zwar, dass heute alle Leute schlank sein wollen, aber. Aber von dem bisschen Butter ja wird keiner dick. Ah, gell? Sehr gut. Das sind die versteckten Fette, die jetzt dick machen. Jawohl. Und die zu wenig Bewegung und so. Gell? Schau her, jetzt haben wir ein richtig luftiges Kartoffelpüree. Und wenn wir das jetzt mit dem Schneebesen gemacht haben, dann hätte der Kartoffel verschleimt. Und dann ist er nichts. Jetzt gebe ich da ein bisschen was von unserem Chilisalz drauf. Herrlich. Nicht viel, weil das war ja schon. Aber da wir Milch und ein bisschen Butter haben, sind wir wieder neutral. Dann werden wir etwas. Darf ich das machen? Ja, bitte. Und das ist ja dein Kartoffelpüree, mein Gott. Aber das macht mir richtig Spaß. Schau mal her, wie luftig das ist. Wunderschön. Hoppala. Macht nichts, ich habe noch nicht da. Sehr schön. Und Claudia, wir haben überhaupt noch nicht gesprochen. Was ist denn in Ringsburg eigentlich los? Also normalerweise ist ja im. Bei uns im Winter, jetzt in der Adventszeit, haben wir den schönen Weihnachtsmarkt. Der läuft praktisch vom ersten Advent bis Weihnachten aber durch. Aber der ist ja wunderschön. Wunderschön. Und wir haben ungefähr 100.000 Besucher. Das ist ja Wahnsinn. Ja, 100.000. Und seit wann hast du den? Den gibt es jetzt schon seit über 10 Jahren. Und das Schönste sind so kleine Hütten auf dem Markt. Und da könntest du doch auch mal kochen. Gerne. Das wäre mal schon eine Schubecks Hütte bei der Gloria am Weihnachtsmarkt. Genau, das wäre doch super. Jetzt super aus. Ist da nicht das Ganze jetzt da drin? Nein, das passt wunderbar. Passt das wunderbar. Aber mehr braucht man nicht. Also, und dann habe ich natürlich im Sommer ich die Schlossfestspiele. Ja, die sind heuer kommt Nena. Oh, super. Nena und es kommt da für die Opernfans Jonas Kaufmann. Also das ist ein richtiges Highlight. Wenn ich bei dir gekocht habe, da war doch. Ja, selbstverständlich. Da war der große Placido Domingo war da. Und dann war der Quincy Jones. Quincy da. Jones war und als das Gast. Ist ja ein unfassbarer Musiker, kann man sagen. Gell? Ja. Und der war so nett. Ja, der war so nett. Und gesagt, komm her, Brother. Ja, Brother, was ist jetzt los? Ich bin fast wahnsinnig geworden, aber sowas Nettes. Darf ich auch probieren? Mhm. Probier mal. Merkst du diesen leichten, feinen Geschmack von dieser braunen Butter? Mhm. Und da die Kartoffel nicht so vermanscht ist, ja, das schmeckt kommt sehr das gut. Alles gut durch. Ja. So, und jetzt würde ich sagen, jetzt gehen wir ans Eingemachte, jetzt gehen wir ans Schnitzel. Die Gewürm sind fast fertig. Auch da könnten wir jetzt noch mal ein bisschen Butter hingeben. Mhm. Ich könnte jetzt. Aha, ein bisschen was, ja. Gell, hier. Da haben wir auch noch ein bisschen Chilisalz hin. Vielleicht auch noch ein bisschen Muskatnuss. Reibe ich jetzt einmal hin. Mhm. Hast du den noch mal? Hier ist sie. Ah, du hast jetzt, mein Gott. Sieht gar nichts. Ach, da auch ein bisschen Muskat. Mhm, ein bisschen. Und dann machen wir Petersilie noch hin. Magst du, gell? Ja, sehr. Ich finde, überall muss Petersilie. Und mein Lieblingsgewürz zurzeit ist Koriander. Welcher? Also der so aussieht wie die Petersilie. Den magst du. Den liebe ich. Und da musst du mal probieren, nur die Stiele zu nehmen. Ja. Die schmecken ganz anders als das Blatt. Hör auf. Und wenn du das ganz zum Schluss nicht gibst, dann ist es eine seifig. Dann hat es so richtig einen tollen Geschmack, diese asiatische Petersilie. Ah. Und wenn du es zu früh reingibst, dann wird die natürlich frech. Und dann setzt sie die geschmacklich ganz stark durch. Aber und wir tun ja immer die Stiele mit rein. Ich tue immer rein, weil die meiste Energie ist im Stiel. Aha. Und der Asiate nimmt eigentlich nur die Stiele. Und wir kaufen die Petersilie mit dem Stiel, schmeißen den Stiel weg. Und nur die Blätter. Und nehmen leider nur die Blätter. Ja, und das ist ein Fehler. Das ist eigentlich schade. Ja. Und wenn du mal so eine klare Petersiliensuppe machst, dann müsstest du nur Geflügelbrühe nehmen, die Stiele so hinten anknacken, die 10 Minuten reinlegen, dann schmeckt alles nach Petersilie und sie ist glasklar. Fantastisch. So, das haben wir jetzt wieder. Das ist ein guter Tipp.
Also nur die klare Brühe und nur die Stegel, die Stiele anknacken ja, und rein. Genau. Ja, das schmeckt richtig. Und dann schmeckt es so richtig intensiv noch Petersilie. Und wenn man das jetzt mal anschaut, dann schaut doch das ganz nett aus. Ja. Man könnte den Fond auch separat abpassieren und trinken, weil ja, da sind ja die ganzen Vitamine auch mit drin. Und jetzt werden wir uns die Schnitzel panieren. Ah ja, das wird interessant. Gut. Das ist mir wichtig. Jetzt gehen wir da her. Macht die Maria manchmal Schnitzel? Ja, wir ganz häufig. Ja? Ganz häufig. Zum Beispiel am ersten Weihnachtsfeiertag bei uns gibt es Wiener Schnitzel. Das ist gut. Und dass du auf die Kombination kommst, Püree und Karottengemüse oder Gelbwürmgemüse, ist das, weil das einfach dir schmeckt? Na, oder sag mal anders, weil es immer so war bei uns. Es war immer Wiener Schnitzel mit Kartoffelbrei und Karotten. Also, wie du mir das gesagt hast, habe ich mir gedacht, aha, vielleicht magst du das gerne. Ja, das nein, das ist einfach, Tradition bei es euch. Ist Tradition, genau. So, jetzt gehen wir mal da her. Also bei Wiener Schnitzel gibt man immer zwei, so kleine, gell? Und beim Schnitzel, das hat ja eine lange Tradition. Das hat die sicher nicht der Österreicher erfunden, aber die haben es jetzt zum Schluss noch mit Kalb, das Kalbfleisch, dann ist es feiner geworden. Aber verstehe. Zum ersten Mal hat man es gemacht, eigentlich 800 nach Christi in Byzanz damals. Da hat es einen Kaiser gegeben, der seine Prunksucht gehabt, der das Fleisch mit Blattgold belegt. Und der Adel konnte sich das nicht leisten. Und dann hat er geschaut, dass er Brösel mit Eigelb und Safran vermischt. Fantastisch. Und dann haben die es rausgepackt und dann war es auch gelb. Wunderschön. Ja, ja, hat so ähnlich ausgeschaut. So, jetzt haben wir hier, da kannst du mir ein bisschen mithelfen. Mhm. Und da tun wir auch die Sahne mit rein. Jetzt brauchen wir einen kleinen Schneebesen. Halt. Ah, nein, Gabel haben wir da. Weißt du was? Gabel haben wir da. Jawohl. Und da kommen wir jetzt, wenn man möchte, ein bisschen Sahne rein. Ja. Dann kann man sagen, dann wird das ein bisschen geschmackiger. Ja, finde ich auch, ja. Fett ist ein Geschmacksträger, total. Darf man nie vergessen. Und auch wenn einer glaubt, er macht Diät und nimmt kein Fett, dann nimmt er nichts ab. Dann nimmt er nichts ab und vor allen Dingen, weil er auch beim Essen dann keine Freude hat. Und Essen muss so ja auch befriedigen. Und schmecken. Das meine egal, ob es Wienerwürstel sind, ganz genau. Es muss schmecken. Senf dazu. Ja. So. Was ist, das ist jetzt das Mehl? Das ist Mehl und zwar habe ich hier doppelgriffiges Mehl. Wenn du da reinlangst, lang einmal das an, das ist nicht so klumpig, das ja, ist herrlich. Die Vorstufe, das ist Wiener Grissler, das ist die Vorstufe zu der 405er Ausmalung dann. Und wenn du jetzt halt so zum Beispiel Spätzle machst, dann nimmst du das Öl her, dann kriegst du die besten, das Mehl her, dann kriegst du die besten Spätzle. Und was ist das für ein Mehl? Wiener Grisler heißt es. Wiener Grisler, also vierte Stufe. Genau, schau her, ich habe jetzt hier so ein Schnitzelsalz mir gemacht mit ein bisschen Kurkuma, ein bisschen Ingwer, ein bisschen Fenchel, ein bisschen Koriander. Das gibt es im Geschäft, sage ich einfach Schnitzelsalz. Ja, so. Und jetzt werden wir praktisch hier jetzt melieren. So, dann haben wir den Geschmack drauf. Darf ich das auch ja, einmal natürlich. Machen? Natürlich, bitte. Darf ich das einmal machen? So, hier melieren, zack. Da melieren. Und das, darf ich das umdrehen? Ja, natürlich. Und dann legen wir es nur rein. Und dann lege ich es da rein? Rein und ich tue es dann. Zack. Und jetzt haben wir es so. Und da ist es wichtig, dass man das praktisch da so reinlegt. Mhm. Dann umdreht. Und dann schaut, dass überall die Brösel drauf sind. Ein bisschen anklopft. Die meisten machen den Fehler, die klopfen so stark an. Dann löst sie die Panade nicht mehr. Gell? Ah ja, also nur leicht. Ja, so ein bisschen drauf, halt, dass man es überall bedeckt hat. So, das haben wir. Machen wir noch eins. Warte mal, da. Zack. Gut. Jetzt kommt das. Haben wir das noch? Sehr gut. Das tun wir weg. Ich finde, der Schnitzel, das schmeckt einfach immer. Es ist, da kann man nichts falsch machen. Das da sind die immer. Leute immer happy. Genau. So. Genau. Schön drüber. Ein bisschen. Und wenn man dann mal so 20, 30 paniert, dann muss man halt schauen, dass man, wenn da so ein paar kleine Brösel sind, dass man jetzt durchpassiert und dann geht das. Pass auf, lassen wir es mal so, oder? Und das nicht mehr? Das war Reserve-Schnitzel. Reserve, okay. Aber da uns die beiden so gut gelungen sind, Gloria, braucht man nichts mehr machen. So, jetzt lassen wir das da. Das dann mal weg. So, jetzt gehen viel jetzt ganz Öl. Kurz Öl. Ja, nein, und zwar du hast so. Wasser genommen. Nein. Was ist da, wo ging nein, das rein? Nein, das ist nur dieses Öl, das habe ich in diese Dinge genommen. Da bin ich beruhigt, okay. So. Und jetzt schauen wir mal, jetzt machen wir das warm. Auf volle Pulle geht's. Schnitzel, nein, ganz kurz, damit es warm wird. Mhm. Und wenn man es prüfen möchte, dann nimmt man einen Kochlöffel, tut ihn rein und wenn es unten so perlt, dann weiß man, aha, das Fett ist jetzt heiß genug. Okay. Also das Fett sollte jetzt haben zwischen 160 und 170 Grad. Okay. Dann wäre das optimal. Und das Wichtigste beim Schnitzel ist, dass man von der ersten Sekunde an schüttelt. Ah. Und dann kriegst du diese Wellenbewegung. Okay.
Und wenn du das liegen lässt, dann kriegst du es nicht. Jetzt werden wir es prüfen. Dann werden wir feststellen, dass noch nicht ganz so weit ist. Siehst du es? Fast. Ja. Jetzt kommt es schon ein bisschen. Nur wenn ich es jetzt reingebe, dann ist das Problem, dass sie das vollsaugt. Ja. Und dann werden die Brösel so nass, die müssen sofort abtrocknen und praktisch braten. Aber das dauert jetzt vielleicht nur ein bisschen was. Und dann, ich war da mal bei euch, dann habe ich den Weinkeller gesehen. Kann das sein, das ist vom Schloss weg? Ja, da ist auch ein kleiner Weinkeller. Aber ich muss sagen, die Weinkultur habe ich natürlich ein bisschen zurückgefahren. Leider, muss ich sagen, weil ich gedacht habe, mein Mann hat ein bisschen zu viel getrunken früher. Und dann ist natürlich bei mir so eine Anti-Haltung entstanden, okay, was natürlich schade ist. Aber mein Sohn wird das schon wieder aufbauen. Und das ist super. Aber ich muss sagen, während der Schlossfestspiele, wenn ich da noch mal zurückkommen darf, wenn dann die großen Stars bei uns sind und die sehen natürlich dann auch, dass da ein Weinkeller ist, die wollen natürlich dann schon was trinken, da haben wir dann schon immer ein Tröpfchen da. So ist das nicht. Also jetzt legen wir es da rein. Nein, oh ja. Das ist ja ganz klassisch. Ich war da begeistert von dem Weinkeller. Ja. Ist ja nicht so, dass da jetzt nichts mehr drin war. Nein, da ist schon noch was drin. Schau her, und jetzt der wir von der ersten Sekunde an. So bewegen. Der wir es jetzt bewegen. Ja? Das ist eigentlich das Wichtigste. Und dann das. Jetzt sieht man auf der Seite, wie das ein bisschen anschmilzt. Ja. So ganz ein kleines bisschen. Und jetzt tue ich noch ein bisschen bewegen. Jetzt machen wir eine kleine Pause. Und wenn die Pause ist, dann ist der Schnitzel fertig. Fantastisch. Ihr Lieblingsgericht mit Alfons Schubeck wird präsentiert von Möbel Höffner. Ihr Lieblingsgericht mit Alfons Schubeck wird präsentiert von Möbel Höffner. So, oder? Jetzt nehmen wir es raus. Wunderschön. Geben es da her, damit es da abtropfen kann. Jetzt sieht man mal, was aus dem dünnen Schnitzel, wie dick das geworden ist. Und genauso muss dann sein. So. Ja, und so schön locker die Panade. Ja, mei, du hast das hast du da du paniert. Ja. So, jetzt gehen wir da her, unseren luftigen Kartoffelpüree. Da ein bisschen. Wunderschön. Und habe ich mal hier einen Löffel. Und das, was mir immer so gefällt hier, ist ja alles 1-1 gemacht. Da war ja nichts fertig. Das haben wir jetzt einfach alles selber alle Minute gemacht. Schau her, ach, das ist schön. So. Dann würde ich sagen, gehen wir da rüber. Vielen Dank. Zitrone nehme ich noch mit. Wunderschön. Also, ich muss sagen, es hat richtig Spaß gemacht mit dir. Eigentlich müsste die Sendung 2 Stunden dauern, damit man mal ein bisschen was erfährt. Weil du, das Schöne ist auch, du hast diese Historie, die hast du voll drauf. Ja. Und das ist ja auch ganz wichtig. Weißt, das ist ja nicht die letzten 500, 600, 700 Jahre, was da passiert ist. Ja. Das weißt du ja alles. Ich meine, von der Gegenwart, das gefällt mir so, dass du einfach auch bei gewissen Leuten aus- und eingehst und mit denen genauso redest wie mit irgendeinem, der jetzt gerade die Brezen salzt, auf Bayerisch gesagt. Das magst du ganz, ganz toll. Vielen Dank. Jetzt habe ich noch ein Buch für dich. Oh. Und zwar sind die ersten 120 Seiten, ist eigentlich nur, sagen wir mal, über Kräuter und Gewürze, wo die herkommen, was die bewirken. Toll. Und so. Und dann haben wir so Rezepte, toll, wo eben so Bilder mit drin sind. Wunderschön. Aber das erste ist, hier sieht man nur Paprika, wo die herkommen. Wunderschön. Und Mohn und so, gell? Toll, da kann man sich auch bilden über die Geschichte der Gewürze und wie das angenommen, wie das auch als Medizin verwendet wurde, hast du uns ja schon. Schön. In Freundschaft dein. Sehr schön. Traumhaft, das ist ja ein Bild. Ja, nicht ganz, aber. Halt das Datum. Heute ist der 4. Dezember. 18. Anno Domini, genau. Toll. Genau. Wunderschön. Vielen Dank. Ja, also vielen Dank. Ich sag danke. Vielen Dank. Danke, toll. Für alles. Danke dir. Danke. Tausend Dank. So, jetzt stoßen wir mal an und dann werden wir unser Schnitzel probieren. Zum Wohl. Ja, zum Wohl. Auch ein guter Tropfen. Liebe Zuschauer, wenn Sie Lust haben, wenn Ihnen das gefallen hat, schreiben Sie uns Ihr Lieblingsgericht und dann kochen wir das zusammen hier.
Also ich würde mich freuen. Es hat richtig Spaß gemacht, Gloria. Vielen, vielen Dank und ja, bis zum nächsten Mal. Servus. Servus und Wiederschauen. Lieblingsgericht mit Alfons Schubeck wurde präsentiert von Möbel Höffner.